Metal Album Promotion. Hallo und herzlich willkommen hier bei MAP. Ich sehe etwas anders aus heute. Das liegt an meiner Band, die ich heute, oder das heißt an der Band, die ich heute vorstellen möchte. Und zwar God's Delusion mit dem Album Death for Sale. Und die Bandmitglieder, die laufen auch mal in schicken Jacken rum, die aussehen wie gerade von der Zombie-Schlacht-Olympiade. Mit schicken hinten auf Druck. So. Death for, Not My Blood, so. Not My Blood steht drauf. Death for Sale ist das Album. Und erschienen ist das Ganze 2013. Die Jungs, das sind Deutsche, kommen genau genommen aus Heidelberg und haben einen ziemlich fetten Stilmix aus Trash bzw. Groove Metal, Death Metal und immer wieder kleineren Deathcore-Elementen. Das Ganze kann man auch grob zu Modern Metal zusammenfassen, wobei der Begriff ja auch schon fast inflationär missbraucht wird. Ja, wir legen die CD ein, hier haben wir sie. Tada! Ein Mann im Anzug mit einem blutigen Baseballschläger und einem Koffer, blutverschmiert, mit Geld drinne. Death for Sale, finde ich sehr stimmig. Und Anfang eingeführt in das Album wird mit einem sehr stimmigen Intro, mal ruhiger, mal schneller, immer wieder Wechsel. Und dann geht's los. Das ist hier bei dem Album, das handelt sich nicht um ein reines Durchgeballer, das ist sehr abwechslungsreich und stimmig mit einem sehr fetzigen Groove. Oh, da habe ich schon wieder Frosch im Hals. Wobei jetzt nicht wegen dem Groove. So, also abwechslungsreich und stimmig mit einem fetzigen Groove. Und Death for Sale ist quasi der Schlüssel zu eurem Kopf. Denn das spiegelt alle Ängste, den Zorn, Sorgen wieder und bläst mal richtig den Kopf frei. Macht Platz für Neues und ist auf jeden Fall besser, als in einer Flasche zu greifen. Es ist ein sehr solides, sehr starkes Album. Und es spiegelt im Prinzip all das wieder, was man in den Zeitungen liest. Ich sag mal, jetzt ganz, ganz grob. Politiker machen Scheiße oder irgendjemand anders macht Scheiße und nur weil die reich sind oder berühmt, werden sie einfach freigelassen. Ja, das geht, es ist korrupt, es ist einfach alles Schund. Und irgendwie das Album erinnert mich daran, dass die Welt einfach blöd ist. Muss mal FSK 6 mäßig auszudrücken, ja. Die Welt ist blöd und ungerecht. Und ich habe das Gefühl, das Album, das räumt damit auf. Zumindest im Kopf. Und ich bin da hellauf von begeistert. Das ist einfach nur geil. Das ist fett groovig und macht richtig Bock auf mehr. Meine Songtipps für euch, bei diesem soliden und starken Album vor allem, ist einmal Rampage, Track 3. Track Nummer 4, Not My Blood. Dann haben wir Track Nummer 7, Black Chronicle und Track Nummer 10, mein absoluter Liebling neben Not My Blood, Sankt Hypochondriac. Da bricht man nicht die Zunge. Sankt Hypochondriac. Deswegen gibt es von mir für diese super geile Scheibe auch 9,5 von 10 Punkten. Ich bin sicher, da geht noch ein Ticken mehr. Und da bin ich mal gespannt, ob die Band das beim nächsten Mal aus dem Sound rauskitzelt. Ja, und wie ihr sicher schon gesehen habt, dieser coole Pulli, das ist ein Unikat. Ich meine, den kann jeder von euch erwerben, aber die Band, die macht die halt selber. Und das finde ich sehr cool, für jetzt ohne Schleichwerbung zu machen. 25 Euro, wie gesagt, ein Unikat, das lohnt sich auf jeden Fall. Sieht auch lustig aus in der Stadt. Und ja, kann ich nur empfehlen, greift zu, Pulli. Und Album hier, Album, kauft das Album. Das war's eigentlich schon. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören und wir sehen uns sicher bei der nächsten Review wieder.
Als dann, viel Spaß, bis dann. Und hier eine Preview aus dem Album. Metal Album Promotion.